Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Der fünfte Spieltag in der zweiten Bundesliga steht an. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bedenkt, ich bin kein ausgebildeter Kommentator, das heißt Sprechfehler und ähnliches wird sicherlich immer mal wieder vorkommen. Aber jetzt viel Spaß mit dem ersten Spiel Regensburg gegen Dresden. Man merkte von Beginn an bei dieser Partie am Freitagabend, dass Dresden Bock hatte und vor allem Entzug von der zweiten Bundesliga. Und so starteten sie hier gut rein. Föhrenbach übermotiviert mit dem Foul an Kone. Es gab die rote Karte und Strafstoß zum allerfrühesten Zeitpunkt für Dresden. 14. Minute, Patrick Ebert mit dem 1:0. Schlechter kann es für Regensburg nicht losgehen. Zuletzt beim 5:3 gegen Arminia Bielefeld auch schon nicht sonderlich kompakt gestanden. Jetzt mussten sie schon früh einem 0:1 hinterherlaufen und sie taten das in sehr guter Weise. Andreas Geipel 10 Minuten vor der Pause mit dem Ausgleich. Sein erstes Saisontor und das war auch nicht unverdient zu diesem Zeitpunkt. Nach der Pause aber Dresden dann sichtlich kraftvoller. Wahlquist scheitert erst, Ebert dann nochmal an Pentke. Der machte eine klasse Partie, doch Regensburg war eben ein Mann weniger und das war mehr und mehr sichtbar, insbesondere im zweiten Durchgang. Nur wenig später Kone auf Heise, der mitgekommen ist. 2:1 für Dresden. Absolut verdient zu diesem Zeitpunkt und es deutete sich jetzt für Regensburg eine unangenehme letzte halbe Stunde in Unterzahl und in Rückstand an. Arzig nochmal mit dem Ball nach außen. Da ist Heise super direkt weitergeleitet. Duljevic auf Kone, das ist ein perfekter Spielzug und in der 60. Minute das 3:1, was dann logischerweise die Entscheidung bedeutete, auch wenn Regensburg sich nochmal streckte, alles versuchte, es stand bis 10 Minuten vor dem Ende 1:3, Schubert dazwischen, Leis wird von Dumic abgewehrt und so blieb es im Endeffekt bei diesem 1:3, es ging eben schlecht los für Regensburg, der Kampf und die Leidenschaft ist hier nicht abzusprechen, aber das war unmöglich gegen so clevere Dresdner, die einfach ein gutes Spiel in Überzahl abgeliefert haben. Die Gäste aus Duisburg stehen auch immer ohne Punkt und ohne Tor. Da nach 4 Spielen ist das schon langsam ein wenig gefährlich, wenn man auf die Tabelle schaut. Aber heute könnte man vieles wieder gut machen. In der Hauptstadt waren sie aber logischerweise nicht der Favorit. Union Berlin brauchte erstmal noch ein wenig, um das 0:0 gegen Sandhausen komplett aus den Gedanken herauszukriegen. Andersson dann nach 22 Minuten mit der besten Möglichkeit in der Anfangsphase. Duisburg mit Nadelstichen schnell hat, der aber an Gikiewicz scheitert. Super Parade vom Berliner Schlussmann. Das 1:0 wäre zudem auch nicht unbedingt verdient gewesen. Vor der Pause nochmal Union Berlin. Andersson diesmal macht das besser. 45. Spielminute, war schon erfolgreich beim Heimspiel. Zuletzt gegen den FC St. Pauli und jetzt macht er hier sein nächstes Tor für die Berliner. Zweiter Durchgang, Duisburg wollte unbedingt ausgleichen. Stoppelkapp, aber wieder ist es der Schlussmann der Eisernen, der dann einen Strich durch die Rechnung macht. Tolle Partie von ihm. Das erste Saisontor von Duisburg wollte einfach nicht fallen. Auf der anderen Seite große Räume für Union Berlin. Die Abwehr von Duisburg nicht sattelfest, sodass Manuel Schmiedebach seinen ersten Saisontreffer erzielen kann. 54. Bitter für Duisburg. Die Entscheidung lag jetzt in der Luft. Nochmal Hedlund, der hier das 3:0 machen muss. 20 Minuten vor dem Ende wäre das der Knockout gewesen. So hielt Duisburg noch irgendwie so ein bisschen am Glauben fest, noch was reißen zu können. 10 Minuten vor dem Ende. Iljutschenko hämmert den Ball in den Winkel. 2:1. Die Hoffnung keimte nochmal auf, aber sie kam zu spät. Es gab keine Möglichkeit mehr für Duisburg, das Ganze hier auszugleichen, sodass Union Berlin mit 2:1 gewinnt. Duisburg hat zwar den ersten Saisontreffer erzielt, doch auf die nächsten oder auf die ersten Punkte müssen sie weiterhin warten. Nach abgesagtem Spiel konnte der HSV jetzt endlich wieder in der zweiten Bundesliga antreten. Der erste FC Heidenheim war im Volksparkstadion zu Gast. Die erste Möglichkeit ergab sich aber für die Rothosen. Holtby und dann ist es Glatzel und Müller, der das bereinigen kann. Den Kopfball von Lasogga, der womöglich auch ans Außennetz gegangen wäre. 25. Minute, Griesbeck ist das, der den Ball eigentlich in die Mitte legen muss. Dann ein wenig Konfusion.
Aber Pollersbeck setzt sich auf den Ball, vergräbt ihn dann unter sich. Vor der Pause nochmal der HSV. Das 1:0 hätte hier fallen können, fallen müssen. Lasogga, der beim letzten Heimspiel gegen Bielefeld ja doppelt traf, scheitert aber hier an Müller. Der Ball wäre vermutlich auch nur an den Außenpfosten gegangen. Zweite Halbzeit, Lasogga mit dem Abschluss, stand aber auch deutlich im Abseits. So richtig wollte das Spiel von der Elf von Christian Titz nicht in Fahrt kommen und Heidenheim machte eine wirklich gute Auswärtspartie. Immer wieder mit Nadelstichen. Das ist Glatzel, Maxi Thiel, der Ball rutscht durch und Max Schnatterer steht richtig. Viertes Saisontor für den Routinier, 66. Minute und der HSV lief jetzt diesem 0:1 hinterher und es ergab sich die Möglichkeit zur Entscheidung. Dovedan auf Andrich. Aber ein miserabler Abschluss. Weit rechts vorbei. Pollersbeck muss nicht eingreifen. Es gab nochmal eine Schlussoffensive vom HSV. 87. Jan Jitschitz. Erstmal Andrich dazwischen. Naray macht die nochmal heiß. Der Abschluss von Ito ist aber zu harmlos. Kann Müller so nicht überwinden. Doch sie kamen noch einmal vor den Kasten. Lasogga mit der Flanke. Fran Drongelen. Der Kopfball. Bringt Kevin Müller nicht aus der Ruhe. Und der hält somit das 1:0 für Heidenheim fest. Nicht verdient, aber clever erkämpft. Und somit kann man da nur anerkennt den Hut vorziehen. Platz 2 in der Tabelle ist momentan der SV Darmstadt und Platz 2 von hinten, nämlich auf der 17 steht der SV Sandhausen. Die kamen hier als Gäste auch dementsprechend als Underdog in die Partie und es ergab sich nach gerade mal 10 Minuten die Möglichkeit für Jones und für Heller das 1:0 zu erzielen. Das muss es sein, keine Frage. Spätestens der hätte sitzen müssen, auch wenn das ein spitzer Winkel ist. Das Tor war frei, Lomp war bereits geschlagen. Doch Sandhausen machte dann auch mal nach vorne etwas Stimmung. Schleusner bekommt von Wooten den Ball. Den aber relativ motivationslos und überhastet am Kasten vorbei. Drischte. 20 Minuten fast gespielt. Sandhausen hatte echt Lust auf diese Partie. Ja, auch noch ohne Sieg. Wooten bringt den Ball zurück und da ist Klingmann. Was für ein Schuss. Der rechte Verteidiger kommt einfach mit nach vorne und haut den Ball unter die Latte. Und aber was der kann, kann Marvin Melem schon lange, denkt er sich. 29. der Ausgleich. Eine Partie im ersten Durchgang von Traumtoren geprägt. Der zweite Abschnitt war dann ein richtiger Langweiler. 75. Minute, Darmstadt mit der Möglichkeit, Heller nochmal, aber Lomp ohne Probleme. Das war ein absolut schwacher und harmloser Abschluss, sodass sich nochmal die Möglichkeit in der 86. Minute für Sandhausen ergab. Aber Heuer Fernandes, der in dieser Saison schon mehrmals überragend parierte, konnte auch hier wieder zumindest den Punkt festhalten. Sandhausen fast mit dem Auswärtssieg, aber das wäre auch nicht verdient gewesen. Aber zumindest einen Punkt können sie bei starken Darmstädtern auf ihr Konto schreiben. Die Partie zwischen Greuther Fürth und Holstein Kiel kann man am 5. Spieltag schon durchaus als Topspiel verkaufen. Der 3. Platz Holstein Kiel war beim 5. Platz aus Fürth zu Gast. Und die Anfangsphase gehörte den Störchen. Das ist Mühling. Erstmal von Malutscher abgewehrt, aber da ist Jani Serra, bekommt den Ball perfekt auf den Fuß, nimmt aber auch sein Risiko an. Und unhaltbar für Burchardt verwandelt er den Ball unten links. Eine tolle Partie. Keita Ruel auf Guga nicht. Und der scheitert ganz knapp. Super Schuss mit dem linken Fuß. Streichelt den Ball haarscharf am Pfosten vorbei. Das 1:1 hätte diese Aktion sicherlich verdient gehabt. Doch Jani Serra wieder auch eine auffällige Partie. Honsack, Burchardt. Der Ball muss eigentlich in die Mitte gelegt werden. Aber gut, das ist schwer dann in der Schnelle des Spiels zu sehen. Im zweiten Abschnitt dann Kin Zombie, der das 0:2 verpasst. Erst Pfostenpech und dann ein bisschen Unvermögen, ein bisschen Unruhe. 66. Greuther Fürth wurde stärker wieder im zweiten Durchgang und Sebastian Ernst konnte das dann auch in Tore ummünzen. 1:1, hochverdient. Für Kenneth Kronholm nichts zu machen und Fürth wollte unbedingt gewinnen. Julian Green nochmal. Julian Green trifft aber nur den Pfosten. Hauke Wall klärt und so endet diese Partie mit 1:1, mit dem beide Mannschaften sicherlich leben können. Aber es war eine tolle, eine attraktive Partie. Der erste FC Köln ist nach 4 Spieltagen
ordnungsgemäß an Platz 1 Paderborn steht, aber etwas überraschend gut im Tabellenmittelfeld da auf Platz 10. Und sie starteten hier gut rein. Zolinski lässt Jasula nur noch den Fuß hinhalten. 1:0 für Paderborn, 7. Minute, 2. Saisontor. Horn ist noch dran, kann aber nicht entscheidend parieren. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Terodde, Doppeltorschütze gegen St. Pauli. Hier scheiterte er noch, dann ist aber Dominik Drexler da. Und nach 14 Minuten stand es bereits 1:1. Es war eine spannende, eine überragende Partie. Und wie gesagt, jetzt bereits nach einer Viertelstunde der Ausgleich. Und Köln hat jetzt richtig Lust. Das ist Hector. Das ist Jonas Hector. Mit dem rechten Fuß in der 34. Minute so einen Schuss rauszuhauen. Zingerle ohne Chance. Der zweite Durchgang ebenfalls unterhaltsam. Drexler, Luis Schaub. Das erste Tor des Neuzugangs aus Österreich. In der 63. führte Köln nahezu uneinholbar. Und dann ist nochmal Jonas Hector da. Ist nochmal Jonas Hector da, der jetzt auch Glück mit dem Pfosten hat, aber für seinen Mut auch belohnt wird. Doppelpack, 68. Minute. Die Partie war entschieden. Paderborn wagte sich dann auch nochmal nach vorne. Clement Tepetai, ebenfalls ein wunderbarer Treffer. 87. Spielminute. Aber mehr als Ergebniskosmetik war das nichts mehr. Köln gewinnt zum 4. Mal in der Saison. Mal wieder 4 Tore geschossen. Die Offensive beim 1. FC Köln kann sich definitiv sehen lassen. Für die Schanzer war es gegen FC Erzgebirge Aue beim letzten Spiel ein zähes Ringen um den ersten Dreier der Saison. Sie konnten sich mit 3:2 im Endeffekt durchsetzen. Hier starteten sie sehr gut rein. Lescano ist das. Lescano legt clever quer und Schelotzi dazwischen nochmal. Lescano am Ball, Letsch kann aber Schlimmeres verhindern. Gute Anfangsphase der Gäste, der VfL Bochum brauchte etwas, um sich hineinzufinden. Nach dem 2:2 gegen Paderborn wollten sie aber auch mal wieder gewinnen. Lukas Hinterseher mit dem Abschluss, aber in die Arme von Knaller, kein Problem. Den zuhalten steht ja vor Philipp Herrwagen in der Hierarchie im Kasten. Da ist dann aber dieser Schuss, der auch ein Knaller aus der Fassung bringt. Traumtor Tom Weiland und der zweite Durchgang war dann etwas langweiliger. Thomas Pledel in der 68. treibt den Ball in den Strafraum, kann ihn viel zu lange halten. Bochum kommt nicht ran und Lescano mit dem zweiten Saisontor gleicht da hier erstmal aus. Und jetzt war nochmal in beide Richtungen alles offen. 15 Minuten noch knapp zu spielen. Eckstoß von der linken Seite, gefährlich hereingetreten und Hoogland hat Pech, dass der knapp links am Kasten vorbeigeht. Knaller schaut den am Kasten vorbei. 5 Minuten vor dem Ende nochmal die Schanzer. Das ist Kerschbaum. Lescano. Aber Riemann kann diesen Punkt festhalten. Es wäre auch nicht verdient gewesen. Dieses 1:1 geht so in Ordnung. Beide Teams mit guten Ansätzen, aber auch mit ein paar schwachen Phasen in den 90 Minuten, sodass eben dieses Remis absolut in Ordnung geht. Der FC St. Pauli muss nach 2 Niederlagen und 9 Gegentoren in den letzten beiden Bundesliga-Partien mal wieder etwas zeigen. Der FC Erzgebirge Aue kam aber nicht sonderlich recht, auch wenn sie noch keinen Sieg auf der Tabelle zu stehen haben. Im Erzgebirge sieht es für die Braun-Weißen immer schlecht aus, auch wenn sie hier die erste Möglichkeit hatten, Duziak. Aber Mendel ist zur Stelle und macht den unscharf. Viertelstunde gespielt. St. Pauli wollte das früher 1:0. Sobota legt ihn quer und Henk Fährmann. Gegen Köln hatte er das 1:0 erzielt. Scheitert abermals am routinierten Mendel. Kratzt den mit einer Klassetat raus. Der hat es einfach noch immer raus, der Junge. Auf der anderen Seite ist es Clemens Fandrich, der das 1:0 machen muss. Das käme aus dem Nichts, aber wäre höchst notwendig gewesen. Super frei gespielt und im Endeffekt ist es eine Sache von ein paar Zentimetern. Im zweiten Durchgang waren die Veilchen besser drauf. Testrot, schöner Schlenzer, der aber knapp wieder vorbeiging. Himmelmann musste bis dato noch kein einziges Mal eingreifen. Doch Aue übernahm jetzt die Partie. Die nächste Möglichkeit, Knoll lenkt den Ball irgendwie an die Latte und Himmelmann schmeißt sich dann im Endeffekt drauf. Super Abschluss
von Tiffert. Knoll war eben noch dazwischen. 10 Minuten vor dem Ende. Irgendwann musste doch mal ein Treffer fallen. Und das ist jetzt Pascal Testroth, der auch den Treffer machte. Im zweiten Durchgang war St. Pauli einfach zu fahrlässig, spielte hinten absolut schwach und kassierte so folgerichtig das 1:0. Es gab trotzdem nochmal die Möglichkeit für Waldemar Sobotta, aber wieder Männel, der das 1:0 festhält. In der 89. Spielminute die letzte Möglichkeit für den FC St. Pauli, die zum dritten Mal in der Liga verlieren in Folge und sich langsam Gedanken wieder nach unten machen müssen. Aue hingegen gewinnt zum ersten Mal in der frischen Saison. Der erste FC Magdeburg wartet noch immer auf den ersten Sieg in der zweiten Bundesliga. Das aber wirklich schwer wird, wenn man die Führungen nicht über die Zeit bringen kann. Und Arminia Bielefeld ist eben abgezockter Zweitligist und so starteten sie hier auch rein. Manuel Prietl auf Fabian Klos, der den Ball nicht los wird. Manuel Prietl, aber zu harmlos der Abschluss. Jasmin Fejsic schmeißt sich auf den Ball. Dann der FC Magdeburg auch auf dem Weg in den Strafraum. Injowski, das ist ein super Abschluss, aber Pech. Und Ortega Moreno krallt sich dann den Ball. Super Schuss von Injowski. Das Aluminium rettete für Ortega Moreno. Dann gab es wiederum die Möglichkeit auf der anderen Seite. Wieder Fejsic, der dazwischen ist und das verhinderte. Zweiter Durchgang, Vogelsammer, genialer Ball auf Nils Seufert alleine vor Jasmin Fejsic und das 1:0 für die Gäste. 54. Das erste Saisontor für den Linksaußen, machte das ganz abgezockt, behielt die Nerven und verwandelte so. Und hier konnte er Nils Seufert auflegen auf Andreas Vogelsammer und nach 59 Minuten war es eine riesige Aufgabe für den ersten FC Magdeburg. Im ersten Durchgang hätten sie treffen müssen, da war noch alles offen, jetzt wurde es richtig schwierig. Doch sie gaben sich nicht auf. Preisinger scheitert hier an Ortega Moreno, der ist rechtzeitig unten. Hielt damit das 0:2 aufrecht, auch wenn der hier vorbeigegangen wäre. Nochmal Magdeburg, sie gaben sich nicht auf. Kostli, Preisinger, das 1:2 wollte nicht her und dementsprechend blieb es bei diesem Resultat. Bielefeld gewinnt durch Abgezocktheit und Kaltschnäuzigkeit mit 2:0 am Montagabend in Magdeburg. Das war die Prognose zum 5. Spieltag der 2. Bundesliga. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Morgen kommt auch noch Bundesliga, Konferenz und so weiter und so fort. Ja, ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.